Die aktuelle Sonderausstellung im Heimatmuseum von Aesch ist eine Reise rund um die Welt auf der Suche nach Weihnachtskrippen. Die Vielfalt der Ausstellungsstücke ist beeindruckend. Wir haben einen Stiftungsrat und die Zusammensetzung beschließen, was wir als nächstes Thema machen. Und weil ich eigentlich auch daheim gerne so eine Weihnachtsausstellung mache, also eine Krippe, eine einzelne, habe gefunden, ja, das könnte ich machen. Also die Vielfalt ist natürlich gekommen, weil die von Aesch, die das sammeln, die vielmal in andere Länder gehen und die etwas mit heimnehmen. Ich habe gefunden, ja, die müssen mal ausschreiben im lokalen Medien. Habe ich es ausschreiben lassen und habe dann gesucht, wer hat noch eine Krippe, wer könnte noch etwas Tolles ausstellen. Und da habe ich so viele Meldungen bekommen, dass mir eigentlich nicht mehr so wohl war. Ich musste selber dann schauen, wie ich das noch platziere. Habe ich Platz? Und habe vor allem ein neues Harasser-System ausgedacht. Und das ist eigentlich gut angekommen. Die Leute, die bis jetzt zusammen sind, schauen, die haben gefunden, ja doch, das ist super, das sieht gut aus. Und so sind wir eigentlich zu den Sachen gekommen, die wir hier ausstellen dürfen über die Weihnachtszeit. Ich habe ja Zedele gemacht und auf diesen Zedele steht immer, woher sie kommen. Das ist sehr interessant und aus was für Material als das ist. Und ich habe es nicht immer selber einfach erkennen, was für Material es ist. Aber wenn ich hier sehe, wie vielfältig das geworden ist, das ist extrem. Wenn ich denke an Maisblätter, die man kaum anlängen kann, ich habe das noch nie gesehen und habe die Krippe bekommen. Ich habe jetzt zwei Krippen hier aus Maisblättern und das ist irrsinnig gemacht. Und dann haben wir sehr viel so Specksteine, wir haben Zinnsachen, wir haben dann, bekannt ist das Olivenholz, das man hier geschnitzt hat. Und auch in der Schweiz hat man Sachen geschnitzt, einfache Sachen. Also die Vielfalt des Materials ist hier sicher erkennbar. Man kann hier hinschauen und dann sieht man die Vielfalt, die hier ist. Und das ist Herzblut von jedem Sammler, was er hier sammelt. Und die Leute haben von verschiedenen Ländern haben sie das hier angebracht und haben es jetzt hier ausgestellt. Und eben, ich sage es nochmal, es ist eigentlich alles von Aesch sammeln. Es ist unglaublich, wie viele Leute als hier in Aesch Krippen sammeln. Wir stehen hier vor dem legendären Schlosskeller von Aesch. Und es freut mich außerordentlich, dass ich mitteilen darf, dass nächste Woche, am Freitag, am 22. November, am 8. Abend, unsere neue Spielsaison im Kellertheater eröffnet wird. Und wir starten gerade mit einem Highlight. Wir starten mit der Annette Gorti. Das ist eine renommierte Kabarettistin und Komikerin, die übrigens hier in der Gegend aufgewachsen ist. Sie kommt mit ihrem Programm Optimum bis zum bitteren Maximum. Heisst. Und wir haben in unserem Prospekt dazu zwei, drei Sätze geschrieben, möchte ich gerne vorlesen. Annette Gorti und ihre Bühnenfiguren präsentieren einen temperamentvollen Abend rund um das rastlose Streben nach Perfektion. Ein Abend voller Wortwitz und Slapstick. Also bitte dient euch den Freitag, der 22. reservieren, schreibt das in der Agenda, wir freuen uns auf euch. Billet kann man beim Gutknecht, bei Papeterie Gutknecht, an der Hauptstrasse kaufen. Die Töne aus dem Proberaum vom Bacchanalchor in Aesch lassen Grosses erwarten. Der Bacchanalchor hat seinen Namen von dem legendären Winzerfest, wo der schon 1993 zusammen mit dem Theater Basel mit grossem Erfolg aufgeführt hat. Seither ist es fast ein bisschen zum Markenzeichen des Bacchanalchor geworden, dass er immer wieder neue und auch grössere Projekte angepackt hat. Das Jahr macht er zum ersten Mal in einem internationalen Musikaustausch mit. Und am Samstag, am 23. November, abends um 5 Uhr, wird er zusammen mit dem renommierten Chor Gruppo Polifonico Francesco Corradini in der Mischeli-Kirche in Rheinach auftreten.
Es würde mich sehr freuen, wenn ich sie am nächsten Samstag, am Abend um 5 Uhr, in der Michelin-Kirche Rheinach dürfte begrüßen. Der Eintritt ist frei, aber es gibt natürlich eine Kollekte zur Deckung der Unkosten. Am nächsten Samstag ist ein Super Game Day vom Volleyball in der Löhren-Ackerhalle in Asch. Das Match Pfäffigen empfängt der TS Volley Düdingen zu einem Spitzenspiel. Und die Herren von Traktor Basel fordern die Mannschaft von Lütri Lavo. Ein spannender Tag wartet auf die Volleyballfans.